Das ist aber auch anstrengend mit zwei Mädels, ne? Mama hat einen Schuss weg, sag. Mama hat einen Knall. Die Mama hat einen Knall. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Endlich schaffe ich es mal wieder zu vloggen. Das ist jetzt schon der zweite Versuch. Ich habe gestern angefangen und habe es einfach nicht durchgezogen. Pauline war von der Impfung richtig angeschlagen und dachte ich mir, komm, lässt die Kamera liegen und kümmerst dich erstmal um dein Kind. Heute geht es für sie wieder in den Kindergarten, weil sie heute Nacht fieberfrei war. Komischerweise schlafen alle noch, außer Frieda. Frieda liegt da hinten auf der Decke unter dem Spielbogen, das hört man wahrscheinlich auch. Ich habe ein bisschen dicke Mandeln. Jetzt kommt Pauline. Pauline ist wach. Ich habe hier gerade so einen Smoothie getrunken. Schmeckt ganz gut. Mama kommt. Und heute wieder mit der Weitwinkelkamera. Damit ihr auch alle sehen könnt. Es ist ein bisschen dunkel heute Morgen, es wird nachher besser über den Tag. Hey! Hallo Schatz! Hi! Wo ist der Teddy? Oh, ist ausgelaufen. Komm, Schatzi. Hi! Schon da drin? Komm, wir wickeln dich erstmal, das ganze nass. Nuki. Bitte schön. Danke. Danke. Ui. Frieda weint. Warum weint die denn? Oh, volle Pimper. Da sieht man noch die zwei Pflaster. Viele fragen auch, hä, wieso kriegt sie jetzt erst noch eine Impfung mit 1,5 Jahren? Wir haben später impfen lassen. Schön beim Anziehen, es hat draußen geschneit. Gott, seit langem mal wieder geschneit. Ich will nach dem Pulli gucken. Der ist so süß. Komm, Frieda, rein. Wir müssen nach unten, Schatz. Ja, komm. Baby weinen. Ja, guck mal. Mama macht die Milch, ja? Oh, bumm. Bumm. Und der große Teddy muss mit. Für Pauline gibt es morgens noch Milch. Ich Pause zu erledigen. Ich bin auch so ein bisschen Matsche heute. Pauline wartet schon, ne? Pauline ist schon in Startlöchern hier. Siehst du mal aus. Zurzeit ist Pauline sehr, sehr lieb. Keine Grenzen werden getestet. Sie ist nicht frech. Sie ist, ja, wie ausgewechselt. Als ob es jetzt über Nacht kam. Total verständnisvoll und viel geduldiger auf jeden Fall. Kurzes Update. Wohin? Aufs Sofa. Komm, Mama deckt dich zu. Kurzes Update zum Thema Abstillen. Ja, die Beine sind schwer von der Impfung, ne? Ja. Das ist aber auch anstrengend mit zwei Mädels, ne? Guten Appetit. Danke. Leg den da hin, ja? Nuki. Hast du da liegen lassen? Da. Ja. Da. Leg da hin. Leg dahin. Genau. Super. Ich habe auch das Gefühl, sie versteht jetzt schon richtig viel. Und viel besser und mehr. Vielleicht war das auch nur so eine Phase von Pauline. Zum Thema Abstillen. Das haben wir erstmal auf Eis gelegt, auch wenn ich es müsste. Aber Frieda möchte einfach überhaupt nicht. Sie möchte die Flasche nicht, ob von mir oder von Alex oder verschiedenen Sauger ausprobiert. Wenn sie dann soweit ist, fangen wir mit der Beikost an. Sie ist immer schon richtig interessiert am Gucken beim Essen, aber sie schmatzt noch nicht oder so. Ich denke, ich werde noch bis zum 5. Monat warten. Und dann gibt es ja auch nach und nach weniger die Brust und dann versuche ich da in der Zeit die Flasche anzugewöhnen. Also ich denke, noch 1-2 Monate länger stillen als geplant, aber ich freue mich, dass wir uns so entschieden haben, weil ich ja sehr gerne stille. Ach so, ja, und sie ist auch wieder im Elternbett eingezogen. Sie schläft abends in ihrem Bettchen und nachts dann, wenn ich auch schon selbst am Schlafen bin, hole ich sie rüber in mein Bett und stille sie da und dann schlafen wir zusammen bis morgens, weil es einfach zu anstrengend ist, immer wieder aufzustehen und rüber zu laufen. Und sie schläft definitiv einfach besser in meinem Bett. Im Beistellbett hat sie zum Beispiel gar nicht geschlafen. Ja, du willst auch trinken, ne? Komm, jetzt gibt es erstmal was zu trinken für sie. Oh, sie ist jetzt gefüttert, ne? Spielt noch ein bisschen. Ich habe gerade Leona geweckt in dem Vorwand, dass ihr Dino-Ei fertig ist. Das muss sie sich gleich mal anschauen, das zeige ich euch. Ich putze gerade Zähne, mache mich frisch
Oh, vom Stillen habe ich immer solche riesen Kratzer. Nicht schön. Meine Haut ist zurzeit auch nicht die beste. Die Hormone, sage ich euch, die Hormone. Also wir liegen noch gut in der Zeit. Ich versuche die Kinder immer so um 8 Uhr rum wegzubringen. Manchmal früher, manchmal auch später. Gestern haben wir zum Beispiel alle bis 8:30 geschlafen. Alle. Fertig. Passt schon. Da ist Leona. Guten Morgen. Hey, guck mal dein Ei. Sie hat von der Zahnfee ein Ei bekommen, ein Dinosaurier-Ei. Es ist doch nicht weich. Nein, da musst du bis zum Kindergarten warten. Papa sagt, das dauert noch ein bisschen. Es ist 7:30. Perfekt, 7:30 ist sehr gut. Wir frühstücken jetzt, dann geht's in den Kindergarten. Alex hat jetzt zurzeit voll den Müsli-Wahn. Deswegen liegen hier so viele Sachen. Ganz viel Obst. Und da oben noch Kokosraspeln und Nüsse. Aber es schmeckt echt gut. Ich habe es auch probiert. Hier ist jetzt auch oft morgens mal Müsli. Ist echt lecker. Cornflakes. Ja, da essen am Tisch. Und Alex macht sich die Smoothie in den Thermomix. Das geht wohl ganz einfach. Deswegen hat er sich gestern auch im Edeka hier so ein Sieb geholt. Ich glaube, der hat sich da richtig wohl informiert. So, es gab gestern noch Sushi. Frieda, was ist los? Sie dreht sich zurzeit so, dass sie gar nicht rumkommt. Indem wir was zum Spielen dahin legen. Sie beschäftigt werden. Jetzt guckt sie. Derzeit ist Pauline morgens noch in ihrem Hochstuhl, im Nomi. Da kann sie halt nicht rausfallen. Wenn wir zusammen essen, kriegt sie den Haug-Treppenstuhl. Da hatten einige gefragt, warum die Pauline jetzt zwei Stühle hat. Ich möchte natürlich, dass sie auch selbstständig an den Tisch gehen kann und auch selbstständig hoch und runter. Ich finde Selbstständigkeit bei Kindern sehr wichtig. Das versuchen wir immer so ein bisschen. Ja, und Leona räumt auch ihr Zimmer selbst auf. Das war jetzt gerade mein erster Gedanke, der kam. Weil einige immer sagen, ja, Leona kann ihr Zimmer doch selbst aufräumen. Klar macht sie das, aber ich helfe ihr auch manchmal. Das mache ich gerne. Und dann haben wir reingeguckt. Jetzt habe ich 15 in mein Zimmer. Und einer hat sich runtergestürzt. Das macht zusammen 6. Leona hat noch 2 Zähne verloren, ne? Pauline kriegt Toastbrot mit Käse, Apfel, Tomate und ein paar Schoko-Cornflakes. Leona isst heute Morgen Cornflakes mit Milch. Ach, Kopfschmerzen. Dann ess doch Müsli, Mensch. Dann ess doch Müsli, wenn du gesund werden willst. Genau, ich esse jetzt kein Müsli, ich esse ganz normales Toastbrot. Und der Fernseher läuft bei uns heute Morgen. Shame on me, Leute. Und es läuft natürlich besser, Wutz. Ihr könnt gerne mal abstimmen, was ihr denn so gerne frühstückt morgens zum Frühstück. Wie gesagt, Alex ist zurzeit total gerne Müsli. Also ich brauche mein Brot. Ich muss heute Brot backen. Wir haben kein Brot mehr. Mama macht heute wieder selbst Brot. Das frische, leckere Brot. Das mag Leona total gerne. Sie isst selten Brot, aber wenn ich das selber mache, dann isst sie. Das ist voll schön. Dann muss ich meinen Haushalt heute schmeißen. Dann nehme ich euch mit. Ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht. Es ist mittlerweile schon 8:30, es hat wieder ein bisschen gedauert. Ich werde jetzt erstmal den Haushalt schmeißen, weil Frieda schläft noch in der Babyschale, die lasse ich da drin liegen. Dann mache ich erstmal das Küchenchaos, was gestern Abend liegen geblieben ist. Da ist Schnucki. Oh Mann, wenn das mal immer so schnell gehen würde, ne? Immer diese Tricks auf YouTube. So, ich gucke jetzt mal, ich mache mal gerade das helle Licht aus. Ich wollte euch noch was zeigen. Das habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Das habe ich mir bei Amazon bestellt für die Beikost. Das sind diese Avent-Aufbewahrungsbehälter für Beikost. Die sehen so aus. Die kann man halt einfrieren, auch in die Mikrowelle packen. Total super. Stapelbar, ganz wichtig. Und da ist noch ein kleiner Löffel bei von Avent. Der hat so eine Gummispitze. Jetzt würde mich noch interessieren, ob man die in die Spülmaschine packen kann. Vielleicht wisst ihr da mehr, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Für Anwendung Kühl-, Gefrierschrank, Mikrowelle. Auch für den Flaschenwärmer. Sowas haben wir gar nicht. Papier zum Papier. Frieda ist jetzt auch wach geworden, das passt ja zeitlich. Den restlichen Abwasch mache ich später noch, wenn ich Zeit dafür finde. Und wenn nicht, kommt es in die Spülmaschine, wenn die durch ist. Meine Becherchen verstaue ich jetzt erstmal in unserem Chaos-Schrank. Ihr kennt das auch mit Sicherheit, ihr habt wahrscheinlich auch solche Schränke, ne? Wo einfach alles Mögliche drin steht. Hier sind zum Beispiel Medikamente, da sind hier die Schokotaler für den Schokobrunnen, ganz viel Backzubehör, Vasen, braucht man gar nicht aufziehen. So viel Müll einfach. Ich habe ja schon angefangen, meine Küche auszumisten, aber diese und diese Schublade sind nicht fertig geworden.
Also wird das gemacht, sobald ich Zeit habe. Fledermaus ist auch wach. Na, war schön warm, ne? Sie hat so einen neuen, wie nennt man die? Aus Wolle, so ein Overwall. Die ist so warm da drin, man braucht gar keine Decke. Obwohl wir es draußen nur 3 Grad haben. Ui, okay. Der ist von Fuchs und Kiwi. Ihr wisst ja, ich liebe Fuchs und Kiwi, ne? Ups, dann geht das Söckchen flöten. Und auch der süße Strampler ist von Fuchs und Kiwi. Der ist auch schön warm, ne? Kling, kling, kling. Die Maus ist voll kitzelig. Hi. Hi. Strahlemaus. Wuppa. Wuppa. Große Maus. So schnell werden sie groß. Hoppe, hoppe, reiter. Wenn der Bild dann scheitern. Mein Baby. Oh, wenn ich könnte, würde ich dich inhalieren. Ja. Babys riechen so unheimlich gut. Mama hat einen Schuss weg, sag. Mama hat einen Knall. Die Mama hat einen Knall. Bei uns ist es so warm zu Hause, sie kann auf dem Boden liegen. Auf dem schönen, dicken Teppich. Warum liegt das Puzzle hier schon wieder? Ist deine Schwester nicht zusammengebaut? Ich mache hier noch gerade kurz Ordnung. Hier liegt auch noch alles rum. Guck mal hier, das Mützchen. Das können wir auch schon wegtun. Kommt nach Uganda. Das war ihr erstes Mützchen. Das brauchen wir für unterwegs. Lefax, ein Spucktuch. Ich bereite die Babyschale immer so vor, als wenn man direkt losfährt. Hat man das nämlich schon mal fertig. Mützchen haben wir derzeit dieses hier. Von dieser Marke. Ist total süß mit den Ohren. Ist auch handgenäht. Und auch mit da drauf. Schuhe in die Garderobe. Das sind die Alltagsschuhe von Pauline. Sie hat heute aber ihre dicken Winterstiefel an. Weil im Kindergarten gehen die auch raus. Und es hat geschneit. Ja, wir spielen jetzt, ne? Wohin? Ui! Zur Seite, Kulle? Da hat sie voll Spaß dran, sich rumzurollen. Ich räume noch das Spielzeug eben weg. Sieht immer so unordentlich aus, ne, wenn das überall rumsteht. So. Was ist das hier? Ach, das ist das Dino-Ei, was ich euch heute Morgen gezeigt habe. Ausgabung Dino-Ei. Das muss man halt ins Wasser einlegen, dann wird das weich. Da kann man das aufkratzen. Das sind Sammelfiguren, die im Dunkeln leuchten. Ich bin gespannt, welchen wir drin haben. Weil die Leone hat ja ihre Zähnchen verloren und da hat die Zahnfee dieses Ei hier gebracht. Leone liebt es hier, solche Sachen mit Ausgrabungen, Experimentieren und so. Sie ist sehr kreativ auf jeden Fall. Und Lego. Lego ist zurzeit auch voll der Renner bei uns. Diese kleinen Steinchen, ne? Nicht Lego Duplo. Lego Duplo ist ja was schon für Pauline. Wo ist hier? Oh, ja, da ist er. Da ist er. Super. Oi. Ja, vorsichtig. So, ich werde jetzt ein bisschen mit der Frieda spielen, ne? Ja. Sie ein bisschen beschäftigen, bis sie müde wird und Hunger bekommt. Und dann nehme ich euch wieder mit. Die Kinder haben gestern im Spielzimmer gespielt, haben eigentlich alles wieder aufgeräumt, aber einfach halt, ne, alles in die Kisten rein. Das soll so nicht gemacht werden. Wie süß ist das denn bitte? Ja, trau dich. Oh, der hat Augen, ne? Ich werde jetzt die Betten machen. Ich muss ja ehrlich gestehen, gestern war ich voll K.O. Es hat mich so umgehauen. Ich habe den ganzen Tag nur geschlafen. Alex hat auf die Kinder aufgepasst. Ich glaube, der Schlafmangel hat sich bemerkbar gemacht. Der ganze Stress einfach zur Zeit. Ich habe ja euch schon mal gesagt, bei mir läuft nicht alles rosig. Und gestern hat es mich einfach nur aus dem Latschen gehauen. Ich hatte zu nichts mehr Bock. Ich wollte einfach nur schlafen und ich wollte einfach gar nichts mehr tun. Pauline hatte ja auch noch Fieber, mit der habe ich den ganzen Tag im Bett gelegen und gekuschelt. Aber heute Morgen geht es mir wirklich, wirklich wieder gut. Wieder voller Energie. Ich glaube, das war einfach mal nötig, sich auszuruhen. Unsere Sockenschublade. Hier sieht man auch das Spielzeug von gestern Abend. Die Mädels haben im Kaufladen gespielt. Kinder können 39 Grad Fieber haben, aber sie können trotzdem noch spielen. Pauline hat dann immer so 5 Minuten gespielt, hat wieder eine Stunde geschlafen. Hat dann wieder ein bisschen länger gespielt, hat dann wieder geschlafen. Also war immer so ein Hin und Her. Die haben gestern Picknick gemacht im Flur. Wir haben das alles einfach nur hingestellt. Und der Kaufmannladen ist quasi leer. Wäsche. Mama kommt. Ich habe Frieda aufs Bett gelegt. Ich wollte die Betten jetzt gleich mal machen. Ja, die Frieda meckert, die möchte nicht mehr liegen. Wollen wir mal in dein Zimmer gucken, was da für ein Chaos ist auf dem Wikitisch? Ja, willst du ein bisschen ins Bettchen? Ich mach die Spieluhr an. Zack. Guck mal. Over the rainbow. Hm? Hier sind alte Strumpfhosen von der Pauline. Ich schau mal, ob da schon welche der Frieda passen. 74, 80, 80,
halt noch zu groß. Ich glaube, sie schläft ein. Ich muss langsam schon wieder umpacken. Sie wächst einfach zu schnell. Das ist auch eine tägliche Aufgabe, ne? Bälle aufräumen. Teddy hat auch seinen Platz gefunden. Das ist Leonas Spiel, das kann in ihr Zimmer. Ja, ich habe noch eine Jogginghose an. Ich muss erst mal morgens in die Busche kommen. Es fühlt sich jedes Mal gut an, wenn man den Haushalt geschafft hat. Jetzt werde ich ein paar E-Mails machen und dieses Video schon mal anfangen zu schneiden. So, ich werde jetzt ein Rollo essen. Ich kenne die Schokolade davon, so mega lecker. Hier steht bis zum 13. Heute ist, glaube ich, der 17. Aber ich probiere es einfach mal. Meistens ist das ja nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Schmeckt noch. Ist noch gut. Müssen wir jetzt mal langsam aufbrauchen. Viele fragen nach dem Tablet in der Wand. Das benutzen wir jeden Tag eigentlich. Da ist unser Familienkalender drin. Da hat man die Uhrzeit. Genau, heute ist der 17. Sehr gut. Zeigt mir gerade an, dass ich noch was klären muss wegen meiner Krankenversicherung. Dafür nutzen wir das Teil. Man kann es halt auch rausnehmen. Wir haben solche Saugknöpfe. Da kann man es aus der Wand nehmen und unterwegs mitnehmen oder auf dem Sofa damit ein bisschen rumspielen. Aber meistens halt ist es hier drin. Das ist so eine extra Halterung, die es dafür gibt, die man in die Wand einbauen kann. Das hat Alex, glaube ich, mal im Internet entdeckt. Das ist voll praktisch. Und wenn wir angerufen werden, klingelt es auch auf dem Tablet. Das heißt, wenn wir mal gerade nicht wissen zu Hause, wo das Handy ist, kann man schnell daran gehen. So, meine Lieben, ich schneide jetzt das Video fertig und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen Heierchen machen. Die Frieda schläft auch und macht Mittagsschlaf. Und ich würde sagen, bis bald. Ciao.